Hallo zusammen, heute gibt es wieder einen Schweinebauch, aber diesmal einen asiatischen Schweinebauch. Gordon Ramsay war der Ideengeber dazu, britischer Koch. Naja, okay, muss nicht alles schlecht sein, was da von der Insel kommt. Aber was ich da gemacht habe und vor allen Dingen, wie ich es gemacht habe und wie es zum Schluss aussah, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei! An Zutaten brauchen wir Schweinebauch, 1,2 Kilo, Reiswein, Hühnerbrühe, Ingwer, Knoblauch und Chili, Sichuanpfeffer, Reisessig, Sojasauce, Honig, Frühlingszwiebel und Sternanis und Chiliflocken. Und na klar, wie immer, Salz und Pfeffer. Als erstes schneiden wir uns unseren Schweinebauch zu. Und zwar so in viereckige Würfel. Die sollten, wenn möglich, gleich groß sein. Jetzt schneiden wir die Sparte ab. Die hebe ich mir natürlich auf. Die wird nicht weggeworfen, nein. Und jetzt werden unsere Scheiben gesalzen. Und zwar von beiden Seiten. Und gepfeffert. Ein Schmortopf aufgestellt und jetzt geben wir hier Pflanzenfett hinein. Und jetzt kommen hier unsere Teilchen hinein. Und zwar mit der gepfefferten Seite. Ich habe zwar von beiden Seiten gesalzen, aber nicht von beiden Seiten gepfeffert. Und das macht sich jetzt schöner, wenn es bereits andreht. So. Einmal wenden. Knoblauch und Ingwer geschält und jetzt wird alles beides in feine Scheiben geschnitten. Und ebenfalls die Chilischote. So, wenn es denn von allen Seiten schön angebraten ist, kommt hier der Ingwer und der Knoblauch hinein, Chili und Sternanis ein Teelöffel vom Sichuanpfeffer, die Chilischote und Honig. Löschen das Ganze jetzt hier mit Reisessig ab und geben noch Sojasauce dazu. Jetzt kommen 100 Milliliter vom Reiswein dazu und ich gehe wieder hoch, um das zum Köcheln zu bringen. Mein Ofen heizt vor bei Umluft 180 Grad und jetzt nach dem Aufkochen kommen unsere Schweinebauchteile hier in eine Auflaufform. So, und die Flüssigkeit und der Inhalt des Bräters, der restliche Inhalt, kommt jetzt hier ebenfalls drauf. Und jetzt kommt hier schon mal die Hälfte von unserer Hühnerbrühe drauf. Das heißt, alles. Jetzt lassen wir das Ganze noch mal kurz aufkochen
geben jetzt hier unsere Frühlingszwiebeln noch drüber. Und jetzt kommt hier die Form in den Ofen. Wie gesagt, 180 Grad. Umluft. So, nach 30 Minuten schauen wir uns das nochmal an und bewenden die Fleischteile. Und jetzt kommt es nochmal für 30 Minuten in den Ofen zurück. So, insgesamt waren es jetzt 70 Minuten. Jetzt kommt es wieder auf die, nicht so streng hier mit 9. Jetzt kommt es hier wieder auf die Platte und wird nochmals gedreht. So, und weitere 10 Minuten später sind wir jetzt soweit und wir werden anrichten. So, und fertig ist unser Schweinebauch im Asian Style. Und wem das gefallen hat, einen netten Kommentar und auch einen Daumen nach oben wäre schön. Und wer noch kein Abo hat, ja, einfach abschließen. Also, bis zum nächsten Mal.